So, hallo, ich hoffe, das wird eine schnelle Aufnahme. Ich werde mich beeilen. Ich werde allerdings jetzt auch wieder Otakle reinnehmen. Ne, nicht Ot. Wie heißt's? Ok-Ok-Ok-Dings? Oktortle heißt's. Oktortle heißt's. Denn das scheint sich verbessert zu haben. Wartet nur ganz kurz, bis ich die Musik gestartet habe. QMU-Playlist. Zufallswieder. Gabe? Spotify? Spotify, lebst du? QMU? Ah, jetzt. Okay. Na komm, wir hören mal wieder die 209. Ist in Ordnung. Oh, ah, ich muss leiser machen. Und, ja, es ist, wurde wohl verbessert. Die Sachen, die ich kritisiert habe, sind jetzt wohl scheinbar nicht mehr. Also können wir uns Oktortle auch nochmal angucken. Und ja, auch Otaku-Dingsbums werde ich versuchen, aber das setze ich ans Ende, wie es sich gewünscht wurde. So, okay, A ist unser Buchstabe. Dann gehen wir doch gleich ins Oktortle rein und können gucken, was jetzt hier neu ist. Ich aktualisiere mal. Ist das schon das aktuelle? Okay, das ist schon das aktuelle. Want to try Widescreen Mode? Was ist das denn? Yes. Oh! Ist das in der Aufnahme? Sieht man das noch? Oh, das ist chillig. Alle auf einmal. Oh, das ist sehr chillig. Oh, das ist sehr, sehr chillig. Okay, also, aber unser Buchstabe. Dann starten wir mit. After. Ja, guckt mal jetzt da unten. Seht ihr das? Das ist jetzt, oh, das ist jetzt so viel besser. Okay, sehr schön. Gut. Allerdings, wenn man jetzt Widescreen Mode nutzt, ist wahrscheinlich, wenn ich den Widescreen Mode wegmache, so, oh Scheiße. Wie, ach hier back. Nein! Wie komme ich aus dem Widescreen-Mode wieder raus? Wie komme ich aus dem. Okay, man kommt nicht mehr raus. Gut, ist aber auch nicht so schlimm. Ach, hier Reset Widescreen-Mode. Stabil. Okay. Ich wollte nur sagen, so würde man wahrscheinlich eher. Nee. Ich wollte, so kann man vielleicht eher zuordnen, welches welches ist, aber nee, weil das Grüne ist ja das einzige hier. Das ist einfach das unterste, beziehungsweise in dem Fall dann das hier. Ach doch, doch, kann ich verstehen. Doch, kann ich verstehen. Unten, es geht immer von links nach rechts. Also so, 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 so. Okay, doch, kann ich kapieren. Habe ich kapiert. Okay, gut. Genau, und dann ist nämlich das A, wo nur das A vorkommt. Das ist die Nummer 5. Richtig, das ist die 5. Okay, gut, hab's verstanden, wie man es liest. Sehr schön. So gefällt mir das. So gefällt. Das ist dann schon das, was ich, was viel besser ist. Okay, so. Jetzt kommen mal wieder meine Coins. Coins ist, finde ich, ein super Wort, um weiterzumachen. Zack. Und guck mal, was da schon alles grün wird. Dann können wir jetzt auch noch was anderes reinnehmen. Ich muss nur aufpassen. Ich habe jetzt ja 8 Dinger. Das heißt, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe noch 3 Guesses. 3 Guesses habe ich noch frei. Okay. E kommt am häufigsten bisher vor. Dann würde ich E jetzt mal versuchen mit einzubauen wieder. Und ein paar andere Buchstaben. Zum Beispiel. Lend, aber was kann jetzt hinter Lend? Ich glaube, Lend, die gibt's nicht, ne? Schade. Length. Ach nee, das ist, ich mache immer denselben Fehler. Leng.
Oh, das Uhr haben wir auch noch nicht kontrolliert. Moi. Nee, gibt's nicht. Loi. Nee, wüsste ich auch nicht. Oh, aber ich weiß, wir können Today mal nehmen. Today mal nehmen. Dann haben wir ein paar neue Buchstaben drin. Zack. Okay. So, jetzt würde ich gerne noch das U kontrollieren und das E mit einbauen. Und das E hätte ich gerne an der zweiten Stelle, muss ich gestehen. Geht das? Kann ich irgendwie das U einbauen und das E an die zweite Stelle packen? Ja, mit Vesuv. Okay, Vesuv will er nicht. Dann mit Venus. So, weil dann haben wir das N auch nochmal kontrolliert. Das N haben wir, glaube ich, selten in der Mitte bisher gehabt. Ja, ist sehr schön, das passt. Zack. Okay. So, jetzt müssen wir uns, glaube ich, dran machen, langsam mal zu lösen. Also, wir haben im ersten Wort das C, das I, das N. Das N sitzt schon fest. Und ein E. Gut, das C ist nicht das Startdings. Das E könnte starten. Wenn ich mit dem E starte, dann könnte es C, aber ECN, na, weniger. Weniger. Ich kann aber auch mit dem E starten und dann habe ich hinten N, NIC, also E irgendwas, Nick. Wüsste ich jetzt nicht, was das sein könnte. Oder NCI. Wüsste ich jetzt auch nicht, was das sein könnte. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir nicht mit dem E starten. Wenn wir aber nicht mit dem E starten, müssen wir mit dem E aufhören. So. Gut. Dann starten wir mit dem I. Dann kommt das C, dann kommt das N, ich, und dann hört es irgendwie mit dem E auf, ist auch komisch. Jetzt lasse ich mal I, dann kommt ein Buchstabe und dann kommt N, C, E, I, I, N, C, E. Fühlt sich auch noch komisch an. Bin bei dem ersten Buchstabenwort noch nicht so wirklich weiter. Okay, bei dem nächsten haben wir CN sitzt fest. Also zum Beispiel CIN. Was könnte da jetzt noch hin? Gibt es Zinch? Es gibt Zinch. Okay. Auf die Art und Weise kann ich drüben das C testen. Das H haben wir noch überhaupt nicht getestet. Nehmen wir das mal noch als Guess rein. Und das I kann ich auch nochmal an anderen Stellen testen. Na, das ist gar nicht so schlecht. Zack. Und Zinch war sowieso richtig. Nice. Okay, und da drüben haben wir jetzt INC. Okay, das heißt, der erste Buchstabe ist der, den wir nicht kennen. Weil EINC? Was soll da hin? Insel, Insem, ich wüsste nicht, was da hin könnte. Also, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was da jetzt noch hin kann. Dann haben wir Inze und dann hätten wir zum Beispiel Minz geht wahrscheinlich. Minz würde gehen, was würde noch gehen? Gibt's Linz? Das gibt's nicht. Gibt's Pinze? Nein. Gibt's Binze? Nein. Okay, das ist gut. Gibt's Ginse? Nein. Okay, das ist gut. Gibt's Winze? Schade, das gibt es. Also wir haben bisher Minze und Winze. Gibt es Xinze? Nein. Zinze? Nein. Okay, sehr gut. Wir haben im Prinzip 50-50. Ich sage, es ist Minz, weil ich will sowieso das M testen. Insofern, let's go. Zur Minz. Schade.
Ja, dann ist es Winse. Aber dann haben wir das W auch noch drin. Zack. Aber jetzt muss ich, glaube ich, ja, jetzt müssen alle passen. Jetzt müssen alle passen. Wenn ich jetzt einen falsch habe, schaffe ich es nicht mehr. Ich muss jetzt alle durchbekommen. Okay. So, dann gucken wir doch mal. Aber ich, so finde ich Oktordel viel, viel besser. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das zweite Wort gefällt mir noch nicht. Das lassen wir mal noch aus. Das dritte Wort. OI kommt vor, S kommt vor, H kommt vor, T kommt vor. Damit haben wir alles. T ist nicht am Anfang. S ist nicht am Ende. H ist nicht am Ende. Gibt es Seuth? Nein, gäbe es nicht. Okay. Achso, es hört ja auch nicht mit H auf. Kann es ja gar nicht geben. Dann muss es aber mit... Okay, wenn es jetzt aber nicht mit... Also wenn es jetzt mit S anfängt, dann haben wir S-O-I. Jetzt gäbe es nur H-T oder T-H und beides geht nicht. Also kann es nicht mit S anfangen. Dann muss S aber an der vierten Stelle stehen. Dann muss H an der ersten Stelle stehen. Dann haben wir... Ach, Heust. Ja, Heust ergibt Sinn. Gut, Heust ergibt Sinn. So, Wort Nummer 5. Wir haben A, E, I, S. Und wir wissen nur, dass das E an der zweiten Stelle ist. Aber wir wissen viele Ausschluss. Also, das A zum Beispiel... Na, ist noch nicht so viel gesagt. Wir starten mal mit S. S-E. So. Jetzt vielleicht das A. Ich lasse das mal noch. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was dazu. Ich lasse das erstmal. Nächstes Wort. Wir haben V. Wir haben E. Wir haben ein N, das liegt schon fest. Und wir haben T. Okay, also ENT hört's auf. Das wissen wir schon. So. E kann auch nicht an der zweiten Stelle stehen. Das heißt, es könnte mit E anfangen. Das müssen wir mal mit E anfangen. Jetzt ist T irgendwie komisch. Et, weiß ich nicht. Aber if... Oh, Event. Event. Wenn es das nicht ist, habe ich Pech gehabt. Aber es ist aktuell nicht ausgeschlossen. Ich nehme Event, ist mir egal. Nice. Treffer versenkt. Und jetzt haben wir... Ach nee, okay. Ist egal. Passt schon. So. Das nächste Wort. Wir haben E am Anfang, das ist schon fest. Wir haben T in der Mitte, auch das ist schon fest. Außerdem gibt es noch ein O. Oh, und das war's. Schwierig. Dann gehen wir erstmal zum... letzten Wort. Wir haben I, E, irgendwas Y. Außerdem kommt noch ein T vor. Gut. Das T ist aber nicht am Anfang. Das heißt, wir haben I, E, T, Y. Okay. I, E, T, Y. Es könnte... So? Gibt es Yeti? Nein. Was ist denn das denn? Gibt es Yeti? Nein. Gibt es Lieti? Nein. Pieti? Das gäbe es. Okay. Gibt es das noch in anderen Varianten? Zieti oder so? Nee. Komm, ich nehme Pieti. Weiß zwar nicht, was das ist, aber hey, let's go. Es ist es jedenfalls. Gut. Oh, und das hat mir das P da drüben beschert. Das hat mir das P beim zweiten Wort beschert. Wir wissen jetzt, P kommt vor, R kommt vor, U kommt vor. Jetzt haben wir mittlerweile mehr. Okay, wir starten mit P. Wir hören mit E auf. Gibt's Prub? Nein. Gibt's Prule? Nein. Gibt's Pruxe? Nein. Pruppe? Nein. Prure? Nein. Okay. Hm.
Gut, dann muss ja das U auch nicht direkt nach dem UE und nach dem U kommen. Nach dem P kommen. Es kann ja auch erstmal das R kommen. U, so, pu, ach nee, ganz ja so rum pur. Purle? Nein. Purke? Nein. Perch! Perch! Es ist bestimmt Perch. Es ist Perch. Nice. Nice, nice. So. Jetzt haben wir bei dem fünften Quördel haben wir lediglich das E fest, aber alle anderen Buchstaben sollten da sein. A, I, S, P. Ja, es sind alle da. Wir starten nicht mit P, wir starten nicht mit E, wir starten nicht mit A. Wir können nur noch mit I oder mit S starten. Also lass mal mit S starten, dann kommt als nächstes das E. Jetzt darf kein I kommen. Jetzt könnte das Sepia. Wir hatten, glaube ich, schon ganz oft die Farbe Sepia, aber ja, ich meine, es gibt halt auch nicht so viele Wörter mit fünf Buchstaben. Das ist das Problem. Und gerade in so einem Oktordel, da hast du sehr schnell alle Wörter durch. Ne? Das ist klar. Das ist Sepia. Das ist safe Sepia. Nice. So, das letzte. Das letzte Oktordel. Also, wir starten mit E, das wissen wir. Außerdem kommt O vor. Es kommt ein T in der Mitte vor. Und das war's. Das könnte jetzt, wenn ich mich dumm anstelle, nochmal schief laufen. Okay. Das O darf jetzt nicht kommen, das ist der Punkt. So. Einen anderen Buchstaben haben wir nicht in dem Ding. Wir haben E, O und T. Und wir wissen nur, dass das O jetzt nicht kommt. Also muss das O hinten sein. Entweder To oder T Buchstabe O. Was aber auch bedeutet, die anderen Wörter müssten theoretisch andere Buchstaben sein. Also ich, außer es kommt zweimal das Wort, das T vor. Aber es sieht jetzt irgendwie nicht so aus. Okay, ich meine, ich habe nicht viel zum Ausprobieren. Insofern probieren wir halt einfach mal ein bisschen rum. Es kann auch eigentlich kein zweites T geben, weil hinten... Nee, es gibt kein zweites T. Nee, hat sich erledigt. Das müsste ja ETT dann sein. Und das ist es nicht. Also auf keinen Fall. Okay, dann lasst mal einen Buchstaben zwischen das E und das T setzen. B. Ebt. Ja, und jetzt? Ebtol. Ebtlo. Ebtok. Ebtko. Ebtoi. Ebtio. Ebtop. Ebtbo. weirde Dinge passieren hier. Ebtxo. Ebtox. Ebtots. Ebtso. Nee. Kein E. Okay. Kein B wollte ich sagen. Lass mal L. L. Elton, aber N ist halt raus. Wahrscheinlich würde der Elton gar nicht, ja, würde er gar nicht das Wort nehmen, das ist schon in Ordnung. Eltel, Eltok, Eltoi, Eltop, Eltox, Eltots, Eltok. Nein. Eltlo, Eltko, Eltjo, Eltbo, Eltxo, Eltso, Eltgo. Alles Quatsch. Kein L an der zweiten Stelle. K an der zweiten Stelle. Ektok. Ektol. Ektoi. Ektop. Ektox. Ektots. Ektok. Nix. Jetzt das O am Ende. Ektlo. Ektko. Ektio. Ektbo. Ich sehe das Wort nicht. Ich sehe das Wort nicht. Ich muss hier schon wieder brutforcen. Es ist echt katastrophal. Okay, kein K. J, aber 8. Was soll das denn? Nee, komm, das brauchen wir gar nicht ausprobieren. Aber Ebt. Ebt ist auch schwierig. Hatte ich gerade schon ja durch, glaube ich. Ext. Oh, warte. Ext. Ext. Ext.
Extol. Ich nehme das jetzt, weil es das erste ist, was es mir anzeigt. Ist mir scheißegal. Stark. Extol. Okay. Boah, was für Wörter. Was für Wörter. Okay. Lass uns in die anderen reingehen. Da hätten wir einmal den hier. Also After. Stark. Coins. Ach, oh mein Gott, ich bin im... Okay, das ist jetzt ein anderer. Ich bin im Deutschen. Im Deutschen hätte ich jetzt eigentlich ein anderes Wort mit A genommen. Ist aber jetzt okay. Oh, wie doof. Oh mein Gott. Okay, das ist... Das sind schwierige Momente. Nee, das ist Quatsch. Nehmen wir... Denn da ist das eh zu oft drin. Das ist Blödsinn. Limbo. So. Wow, wir haben ein M und ein O. Okay, wir starten mal mit Mo. Mo, 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 Mo. Mo. Mogun. Schade. Modus. Modus. Oh, okay, O, U, es liegt ganz gut, aber kein D, kein S und das M ist nicht am Anfang. Das N ist M ist aber nicht. Okay, wir hören mit Um auf. Irgendwas O, Um. Okay, das kann ja nicht mehr so schwer sein. No, Nopum, Po, Podum, Ponum, Pozum, Wo, Wonum, Votum, Vocum, Konum, Po, Pohun, Go, Gonum, Gokum, Oh, irgendwas um. Da kann jetzt nicht so schwierig sein, da jetzt was zu finden. Ich habe doch schon drei Buchstaben effektiv. Oxum, Ovum, Ozum, Ogum, Ohum, Oium, Okum, Opum, Onum. Ey, ich wüsste nicht, was das für ein Wort wird. Was ist denn O irgendwas um? Okay. Lass mal mit Po starten. Was gibt's denn geben? Pokum? Ach, jetzt ist es ja alles nicht, dass es rot wird. Och nö, jetzt muss ich alles durchprobieren. Poium, Porum, Pogum, Pozum, Povum. Also vielleicht komme ich ja mit der Zeit dann hin. Nehmen wir eigentlich auf? Ich habe gerade schon wieder ein bisschen Bedenken hier, dass irgendwas nicht läuft. Nee, passt alles. Okay. Pokum. Poxum. Also vielleicht komme ich ja mit der Zeit, während ich hier durchprobiere, auf das richtige Wort. Oh, Okium. Also wenn da ein Q wäre, Okium. Was gäbe es denn da davor? Pokium, Kokium, Nokium. Gokium. Ey, wüsste ich auch nicht. Komisches Wort. Okay, lass mal kein P von der O. Ko. Konum.
Mal, ist das ein so schwieriges Wort oder bin ich wieder auf dem Holzweg hier? Gibt's doch nicht, jetzt mal ernsthaft. Was soll denn das werden? Kozum. Konum. Hatte ich, glaube ich, gerade schon. Kokum. Ich kenne das Wort einfach nicht. Gibt es ein Novum? Ist das das, wenn man sagt, etwas ist neu für einen, dass es ein Novum ist? Ja, das ist Novum, glaube ich. Ja. Gottes Willen. So, jetzt aber. Das, was ich eigentlich. Okay, wir starten mit T vielleicht. Techie. Schade. Wir starten nicht mit TE, das ist schlecht. Dann starten wir ja mit ET. Vielleicht Ethnie? Hat man so nicht, schade. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen könnte. Lass mal mit. Ne, mit T können wir gar nicht mehr starten. Mit E können wir noch starten. Okay. Eslot? Gibt's das? Nein. So was Ähnliches gibt's aber. Oh, wir könnten mit Stö starten. Ja, Stö ist noch möglich. Und dann E, Steh. Stil, nee, Stil geht nicht. Stil geht nicht. Steak geht auch nicht. Das ist A nicht drin. Step. Wir können jetzt ST erstmal kontrollieren. ST. Ah, Step mit 2P. Nicht mit einem P. Ups. kein Step. Schwierig. Stole. Okay, S. Oh, das L ist sogar auch dabei. Das L ist auch an der richtigen Stelle. So, das T muss jetzt am Ende sein. Also hören wir mit Ilt auf. Das E muss jetzt in der Mitte sein. Also haben wir S irgendwas Elt. Spelt. Wäre möglich. Okay, jetzt geht's um den zweiten Buchstaben. Ha. Doll. Es glaube ich, es gibt auch Skelt. Nee, es gibt nicht Skelt. Okay. Gibt es das mit V, Svelte? Gibt es das mit W, Svelte? Nein, das ist es auch nicht. Okay, welcher Buchstabe passt jetzt noch rein? Sie, also ich meine, gibt es Sealed? Nein. Snelt? Gibt es Snelt? Nein. Gibt es Smelt? Oh, schmelzen, ja. Ja, that's it. That's it, Smelt. Okay. Ich denke, Quirtle lassen wir jetzt mal aus, weil wir ja schon auch Turtle gespielt haben. Also ich denke, damit haben wir genug.
Buchstaben gesehen heute. Gehen wir noch ins Nördel. Ich habe was Cooles gesehen in Discord, hat Reggie das gemacht. Man kann mit Minuszahlen starten. Auf die Art und Weise kriegt man dann nämlich also drei Rechenzeichen unter. Na, minus 2 plus 4 kann ich machen. Jetzt wäre ich bei 2. Dann mache ich einfach mal 3. Und dann mache ich ist gleich 6. Jetzt habe ich 4 Zahlen drin, 3 Rechenzeichen und kontrolliere, ob das Ergebnis einstellig ist. Ich bin dumm. Ich habe keine Klammer rumgesetzt. So kann ich das nicht rechnen. Gut, dass ich es nicht bestätigt habe. Dann muss ich auf plus 4 mal 2. Dann hätte ich die 2 doppelt. Na, ist egal. Dann habe ich halt die 2 jetzt mal doppelt. Ist mal geschenkt. So, es kommt jetzt jedenfalls 6 raus. Okay, so jetzt passt es aber. Zack. Okay, wir haben ein Mal, wir haben zweimal sogar die 2, wir haben eine 4, wir haben kein Minus, wir haben kein Plus. Und wir haben keine 6. Gut. So. Da ist jetzt, glaube ich, aber noch sehr viel möglich. Ne? Also, es könnte zum Beispiel, was weiß ich, 24 mal... Keine Ahnung, 1. Ja, vielleicht nicht gerade mal 1. Vielleicht machen wir es mal 7 ist gleich. 7 mal 20 ist 140. 7 mal 4 ist... Was, wo war ich? 28? Sind 168, kann ich nicht mehr... Genau das kann ich schon wieder nicht mehr bauen. Stabil. 24 mal 5. 5 mal 20 sind 100. 5 mal 4 sind 120. Das kann ich bauen. Zack, zack, zack. So. Okay. Ist aktuell auch genau so erlaubt. Ja, dann gucken wir mal, wie weit es jetzt passend ist. Okay, wir haben eine dreistellige Zahl als Ergebnis und wir haben sie im 100er Bereich. Und wir starten mit einer 2. Aber das Mal liegt nicht an dieser Stelle. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir 2 Mal haben. So, welche Zahl mal 2 kann ich denn rechnen, um irgendwas mit 100 rauszubekommen? Jetzt sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Okay. Ich brauche noch eine 4. Wenn ich die 4 hier setze, wäre das Größte, was ich setzen könnte, eine 9. Und 2 mal 49 geht nicht über 100. Also, muss die 4 im Ergebnis vorkommen. Ich habe ja auch noch eine zweite 2. Und wenn ich irgendwas mal 2 rechnen will, dann kommt 4 raus. Also muss die 2, denke ich, hier an der zweiten Stelle stehen. Na, wenn ich zum Beispiel sage, mal 72... Und dann hätte ich als Ergebnis 144. So, das wäre aktuell komplett denkbar. Ne? Ja, das wäre denkbar. Probieren wir es aus, würde ich sagen. Aktuell sieht es nicht danach aus, als ob ich hier jetzt irgendwelchen Regeln verstoßen hätte. Nö. Oh, probieren wir aus. Let's go. Stark. Sehr schön. Jetzt Länder mit A im Global. Da hätten wir einmal Austria. Okay, wir sind direkt lila. Ja, dann ist es schon vorbei mit A. Wobei, ich kann mal mit bisschen A weitermachen und sage Albanien. Wie schreibt man Albanien? Oh mein Gott. Wie schreibt man Albanien jetzt international? Alban? Nein, Albany? Nein, Albanien? Nein? Okay, ich weiß nicht, wie Albanien heißt. Ich muss kurz auf die Karte gucken. Tut mir leid. Aber wie schreibt man Albanien? Wow! Jo, die Karte war richtig fix geladen diesmal. Hust. Alp-Punkt. Alp-Punkt. Weißt du, jedes Land ist ausgeschrieben.
selbst die ganzen doofen Inseln da. Und Albanien, Alppunkt. Aber Tirana. Ja, das ist das einzige Land, was sie abgekürzt haben. Warum? Guck mal, kein Land ist abgekürzt. Kein einziges anderes Land ist abgekürzt. Kein einziges anderes Land ist abgekürzt. Das, was ich will. Das, was ich gerade will. Wo ich nicht die englische Schreibweise weiß. Alp. Ich schreibe jetzt Alp. Entschuldigung. Ob das zählt? Mal gucken. Alp hat gezählt. Albanier. Alp hat als Albanien gezählt. What? Okay, es ist dunkler geworden, ne? Dann sind wir da dazwischen. Dann machen wir mal Croatia. Okay, jetzt ist es wieder hängen geblieben. Weil Kroatien keine Farbe bekommen. Okay, es ist alles gleich dunkel eigentlich. Also wir könnten jetzt nach da gehen oder nach da gehen. Ich gehe mal Richtung Italy. Ist das dunkler? Ne, Albanien ist näher dran als Italy, ne? Okay, wir nehmen mal Egypt. Jetzt wird's dunkler. Okay, wir gehen nach unten. Oh, das ist schlecht. Dann nehmen wir mal Israel. Oh, das ist jetzt richtig dunkel. Na, dann nehmen wir mal Palästina. Palästina. Wie schreibt... Was ist jetzt an Palästina falsch? Schreibt man das nicht so? Ich schreibe doch nicht Palästina. Ich schreibe jetzt nur Pal. So, bei Alp hat es ja auch funktioniert, einfach nur Pal, also einfach nur Alp zu schreiben. Okay, man kann hier... Lol. Wenn ich das nicht vollständig richtig schreibe, wenn ich so einen Namen hinten falsch mache... Ich hab Palästina geschrieben. Okay, es ist Palästina. Aber wenn ich nur einen Buchstaben hinten falsch mache, sagt er, gibt's nicht. Wenn ich Pal schreibe, macht das. Das ist interessant, aber soll mir recht sein. So, aber jetzt guckt euch das mal an. Das ist wieder heller geworden. Oh, jetzt hängt die Kugel wieder. Das ist wieder heller geworden. Yo, dann nehmen wir mal Türkei. Türkei? Türkei ist auch dunkel. Dann nehmen wir mal Jemen. Keine Ahnung, wie man Jemen schreibt. So nicht. Ich schreibe jetzt mal Jem. Okay, Jem möchte jetzt aber auch nicht haben. Je? Nein, okay. Schreibt man das Jem ja vielleicht? Keine Ahnung. Nee. Wie schreibt man Jemen? Ah, wir nehmen erstmal Syrien. Warte, wir nehmen erstmal Syria. Das ist noch dunkler. Aber wir sind schon hier in der Richtung unterwegs. Okay, dann nehmen wir jetzt mal erstmal Iran. Okay, der ist wieder zu hell. Dann nehmen wir Irak. Mit C. Mit Q-U-E. Alter, wie schreibt man Irak? Willst du mich jetzt verarschen? Irak? Vielleicht so? Nein. Ich schreibe jetzt nur mal Ira. Ira und guck mal, ob er es mir macht. Macht er mir auch nicht. Hä, bin ich dumm? Irake? Alter, wie schreibt man Irak? Hä? Ich hab doch jetzt alle Optionen durch? Or not? So nicht? Irake? Nee, hä? Wie schreibt man Irak? Gibt's doch nicht. Schreibe ich es nicht einfach Irak? Hä? Okay, ich muss wieder nachgucken. Weil ich Länder nicht schreiben kann. Ach, nur Q. Also ohne U. Ja, stimmt. So sieht es aus normalerweise. Ist was auch nicht.
Okay, Ah, sieht schon ein bisschen cool. Okay. Oh, wir haben Dings noch nicht. Zypern. Zypria. Oder so. Ich schreibe jetzt mal Zyp. Zyp, okay, Zyp kennt er wieder, ist aber auch nicht. Okay, dann müssen wir doch in die Richtung weitergehen. Ich wollte ja Jemen schreiben. Ich weiß halt nicht, wie man Jemen schreibt. Okay, lass mich Jemen nachgucken. Wie schreibt man Jemen? Ach nee, Jemen ist da unten, Y. Ich meinte, ja, scheiße. Ich meinte Jordanien. Jordan. Ach, Käse, nein! Okay, Jordan. Jemen ist ja da unten. Nee, Jemen wollte ich gar nicht schreiben. Okay, jetzt wird's weird. Hä? Aber wir gehen doch jetzt nicht noch weiter darunter. Oder doch? Wir gehen doch da jetzt nicht weiter darunter. Ich meine, ich kann mal Saudi-Arabia schreiben, aber wir gehen doch nicht da weiter runter. Ich schreibe es jetzt einfach Saudi. Das nimmt er wieder nicht. Saud? Saud? Das nimmt Saudi nicht, Saud schon. Aber hier, hä? Hä? Libanon. Ich hab den scheiß Libanon vergessen. Der ist doch auch da irgendwo. Ist das nicht da? Dieses Stück ist doch noch Libanon. Wie schreibt man den Quatsch? Libanon? Lieb? Leb? Libanon. Okay. Ja, das grüne Stück hier. Das. Ah, ich hab nicht. Ja. Okay, es war der Libanon. Waren wir mal im Nahen Osten unterwegs. So. Juti. Dann Squirtle. Ganz fix noch. Ganz fix noch Squirtle. Wobei. 42 Minuten. Ja, komm, wir machen noch Squirtle. Vielleicht ist es ja schön. Wir müssen mit einem A-Pokémon starten. Da gibt es jetzt die ganzen Alolan-Viecher. Aber das ist nicht so gut wegen Gen 7. Ich würde gern eher was mit Gen 5 oder Gen 6 nehmen. Wir nehmen mal Mega Ampharos. Wobei, ja doch, ist ja auch ein Ampharos. Passt schon. Er ist ja auch ein A-Pokémon. So. Gen ist weiter runter. Interessant ist, wir sind größer als 1,4, wir sind leichter als 61,5. Okay. Aber Gen ist weiter runter. Dann nehmen wir jetzt mal ein A aus Gen 3. Was möglichst andere Typen hat. Hier, Steelrock, das haut schon mal nicht hin. Das ist ein bisschen schwerer. Wir brauchen jetzt ja was größer ist als Dings und leichter ist als Dings. Okay, was ist mit Armaldo? 68,2. Ah, nee. 68,2 ist zu groß. Schade. Also zu schwer. Was hatte ich gerade? Armaldo hatte ich gerade. Altaria passt. Nee, ist ja wieder Gen 6. Nee, ist Quatsch. Größer als 1,4. Das ist noch was wir brauchen. Aber dann leichter. Und nicht Gen 6. Ich glaube, mit A komme ich nicht weiter. Nee, ich glaube, mit A komme ich nicht weiter. Ich finde mit A kein Pokémon mehr, was größer ist als 1,4. Aber la, doch, ich habe eins. Ampharos, nee, hä? Nee, das ist 1,4. Wo, ich habe gerade was gesehen. Ich habe gerade was gesehen. Wo ist denn das hin? Hier Articuno. Ice Flying, 1,7, 55,4. Wäre Gen 1. Ist bisher nicht ausgeschlossen.
Okay, wir haben exakt die richtige Höhe. Die Höhe ist exakt 1,7. Das lässt sich schon mal jetzt sehr, also das ist schon mal jetzt, schließt schon mal sehr viel andere aus. Aber wir sind eine Gen höher. Mindestens. Also jetzt gucken wir nochmal, ob wir noch ein anderes A finden, was genau 1,7 hat. Aber ich glaube jetzt, na jetzt nach genau 1,7 gucken, da werde ich kein Glück haben. Weil das ist zu schwer. Das wäre eh Gen 7, hat sich erledigt. Das ist das Articuno selbst. Das ist Galarian Articuno. Da kommt kein 1,7 mehr. Okay, dann endet hier die Geschichte mit dem A. Gut, dann ja, gehen wir zum B. So, Gen 1 kann ich knicken. Ab Gen 2 1,7 müsste ich gucken, ob wir was finden. Ab Gen 2 1,7. Hier, nee, das ist Gen 8. Schade. Jetzt sind wir schon in Gen 6. Nee, sind wir schon zu hoch. Kein B. C. Das ist alles Gen 1. Ab hier geht Gen 2 los. So, 1,7. 1,7. Ich bin schon bei Gen 5. 1,7. Nee, ist zu schwer. Schade. Ist leider zu schwer gewesen. Nee, kommt nicht mehr. Okay, das war C, D. Gen 2 fängt hier an. 1,7, 60,8. Deoxys. Würde Sinn ergeben bisher. Würde komplett voll Sinn ergeben. Let's go. Deoxys ist es gewesen. Sehr schön. Okay. Ja, dann noch das Otakle und dann Abflug. Ich mache jetzt mal den Wörterbuchmodus aus. Ich will mal gucken, ob ich das ohne den hinkriege. Ah, der ist eh automatisch aus. Stark. Gut, dann fangen wir doch mal an mit Luffy. Wir mal so ein Pub. Ah, ich hätte mit A anfangen. Okay, ich fange jetzt mit A an. Entschuldigung. Wer fällt mir denn mit A ein, der nur 5 Buchstaben hat? Tja. Tja. Wer fängt denn mit A an, der nur 5 Buchstaben hat? Armin. Armin. Okay, Armin bringt mir A und N. Na. Nadek dürfte ein Name sein. Schade. Puh. Man muss ja auch nicht nah sein. Kann ja auch... Nea. Ah, nee, kein E. Wobei E ist noch nicht raus. Kann noch sein. Nia? Nee, Nil... Nik. Gibt es Neath? Ja. Oder Neth, oder wie man den dann ausspricht. Okay, das A ist in der Mitte. Das N ist nicht der Startwert. Wir haben aber ein E dazu gewonnen. Ena. Gibt es Enak? Schade. Gibt es... Was weiß ich? Enabo? Schade. Okay. E. Das N muss ja auch nicht da sein. Also kann ja auch, weiß ich nicht. E muss ja auch nicht am Anfang sein. Hm.
Ich meine, es kann auch ANE aufhören. So, keine Ahnung. Clay, nee, L ist raus, R ist raus. Swain. Gibt es Swane? Gibt es Swain? Klingt doch nach irgendwie so einem coolen Namen. Schade. Gibt es Dwayne? Schade. Gibt es Quain? So würde ich meine Charaktere alle nennen. okay. Gwain? Schade. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles durch, was das sein könnte. Was kann noch mit Ahne? Also muss ja kein W sein. Pane? Spain? Gibt es Spane? Es gibt Spane und wir fangen tatsächlich mit einem S an und irgendwas ist mir hier gerade umgefallen. Weiß nicht was. Oha, 3 Millionen Ordner. So. Okay, Spain. So. Das N ist dann nach dem A. Also haben wir jetzt... Ach, Snape. Nee, haben wir nicht, weil P ist raus. Okay, Snake. Keine Snape, aber Snake. Okay. Gut, Snake. Ja, solid Snake. Ich war auf Snape wegen Harry Potter, aber Snake geht natürlich auch voll fit. Juti. Schön. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich denke, wir haben alles Mögliche gemacht und noch mehr. Vor allem das Oktortle ist schön auf die Art und Weise. Ich glaube, dann können wir jetzt Oktortle wieder öfter machen. So gefällt mir Oktortle. Dann lassen wir vielleicht Quirtle dafür raus. Ich meine, 4 Wördel, 8 Wördel, ne? Das schenkt sich nichts. Und Oktortle ist ein bisschen spannender. Glaube ich. Weiß nicht. Keine Ahnung. Sagt gerne, wie ihr das seht. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.